klein. Jakob ist da. 3800 Gramm schwer und 54 Zentimeter lang. Guten Morgen, Frau Büttner. Herr Büttner, hallo, schönen guten Tag. Wir wollen einmal Visite machen und fragen, wie es Ihnen geht. Ein echter Wonneproppen. Mama Dagmara und Papa Thomas sind stolz und ein wenig müde. Beide haben sich in der Nacht abwechselnd um den Kleinen gekümmert. Ja, Jakob mag nicht in der Nacht schlafen, aber okay. Am Tag ist er mich erholt. Die Büttners wohnen in einem Familienzimmer in der Asklepios-Klinik Barmbek. Da darf auch Papa mit übernachten. Die Visite gilt der Mama. Alles in Ordnung. Wochenbett betrifft und eine nachsorgende Hebamme haben Sie sicherlich genau, zu Hause, ich habe schon die dann noch zehnmal vorbeikommt oder eine Woche vorbeikommt und guckt. Genau, ist zufällig gleiche Hebamme wie bei Geburt. Ja, das ist doch. Auch Klein Jakob hat heute einen Termin. Er hat seine zweite Vorsorgeuntersuchung, die U2. Mit Mama und Papa geht es zu Kinderarzt Dr. Laux. Die Vorsorgeuntersuchungen begleiten Kinder, bis sie 18 Jahre alt sind. Die U2 steht am dritten Lebenstag an. Sie ist wesentlich umfassender als die Kontrolle direkt nach der Geburt. Das ist gleich. Sie sind in diesem Alter alle verschieden und sind Persönlichkeiten. Und dass man nicht versucht, einem Kind seine Persönlichkeit auszutreiben, ne, sondern ihn anerkennt als der Typ, der er ist. Und, aber wenn man dann eben, sagen wir mal, eine Haltungsanomalie hat, weil er im Bauch falsch gelegen hat und der Fuß wäre immer hier hinten am Ohr, das wäre etwas, das nicht Persönlichkeit, sondern Fehlhaltung wäre und da würden wir was dagegen unternehmen. Bei Jakob muss der Kinderarzt nichts unternehmen, er ist vollkommen gesund. Bei der U2 bekommen die Eltern auch wichtige Tipps fürs Schlafen und zur Rachitis- und Karies-Prophylaxe bei den Kleinen, also dem richtigen Wachstum der Knochen und der Zähne. Damit da alles gut läuft, gibt es für Jakob ab dem 5. Lebenstag täglich eine kleine Tablette, die Vitamin-D-Tablette. Beim Schlafen und beim Spazierengehen, auch in der Asklepios-Klinik Barmbek, gilt, ins Bettchen gehört nur das Kind im Schlafsack, auf dem Rücken liegend, keine Kuscheltiere, keine Decke. Und das ist eindeutig niedlich genug.